Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und der ein oder andere sollte jetzt vielleicht etwas verwundert sein, warum jetzt doch irgendwie ein Video online kommt. Aber dazu kommt halt dann am Sonntag noch ein Video bzw. ein Case Opening, wo ich dann das ganze Thema nochmal bespreche bzw. dann erkläre, wie es weitergeht, wann wieder regelmäßig Videos kommen und so weiter und so fort. Heute geht es einmal nur um jetzt um die Faceit Major in London 2018. Da möchte ich euch meine Predicts zeigen, beziehungsweise was ich tippe, wer weiterkommt und wer nicht. Und das Giveaway möchte ich dann auch noch auflesen, was ja vom letzten Monat noch offen ist und yo. Ich versuche das Ganze etwas kurz zu halten, weil ich das jetzt schon das zweite Mal aufnehme. Weil ich jetzt gerade mein Setup irgendwie so halbwegs wieder zusammengebaut habe und vergessen habe, das eine Mikrofon hier zum Anstecken und das dort und... Wieso hat es das nicht gespeichert? Okay, anscheinend hat das CSGO jetzt gerade absolut nicht gerafft, dass ich das alles getippt habe. Okay, dann mache ich das jetzt mal mit euch. So, das Team, was mit Drivens weiterkommt, ist meiner Meinung nach Astralis. Das Team, was mit drei Loses ausscheiden wird, ist wahrscheinlich Complexity Gaming. So, dass ich das Team jetzt noch aussprechen kann. Weil das mit, also meiner Meinung nach jetzt, es ist zwar ein gutes Team, aber im Vergleich zu den anderen Teams ist das halt eins eher was relativ schlecht performt. Und jo. Und mal vor alle, so zuallererst, ich gebe keine 100% Garantie, dass die Tipps jetzt alle aufgehen. Ne? Ich war jetzt vier Wochen lang ohne PC. Ich habe keinen Plan, welches Team jetzt momentan wie stark ist und ob es wieder irgendwelche Spielerwechsel gab zwischen den Teams und so hin und her und so weiter und so fort. Und jo. Ich war zum Beispiel auch unranked, habe meinen Account ist wieder eingerankt in das DMG. Fuckt mich eigentlich ab, das Game. So, Gambit würde ich mal sagen, dass die Safe weiterkommen. Dann Big ist da ebenfalls dabei. Space Soldiers wäre jetzt ein... Würde ich auch eher mal sagen, dass die weiterkommen, aber ich lasse die jetzt mal außen vor. Lass mal weitergehen. So, zu Peak würde ich auch sagen, dass North weiterkommt, sie haben das Potenzial dazu. Virtus Pro hat jetzt in letzter, also generell bei den letzten Majors eigentlich ziemlich verkackt, ist relativ früh immer ausgeschieden, aber meiner Meinung nach sind das noch eines der Top-Teams. Und ja, ich gebe denen nochmal eine Chance und sage, dass die noch weiterkommen. Bei NiP zählt dasselbe wie bei Virtus Pro. So, Hellraisers würde ich jetzt mal sagen, dass die jetzt nicht weiterkommen, beziehungsweise das ist halt auch wieder so eine tricky Sache. Bei Renegades zählt dasselbe wie bei Space Soldiers, meiner Meinung nach. Optic Gaming würde ich jetzt nicht meinen, dass die weiterkommen, Rouged ebenfalls nicht. Team Spirit sagt mir jetzt eigentlich am wenigsten von den ganzen Teams. Das Logo kommt mir bekannt vor, das habe ich safe schon mal irgendwo gesehen, aber ich habe glaube ich noch kein einziges Game von denen gesehen, ne? Sonst würde ich die kennen. Thylo ist ein relativ gutes Team, würde ich auch sagen, dass die weiterkommen. Und die waren ja eigentlich theoretisch schon bei der E-League in Boston im Februar, war das ja, wären die eigentlich dabei gewesen, aber dann haben die kein Visum bekommen und konnten deswegen am Turnier nicht antreten. Thylo generell ist, spielt sehr gut und ich weiß es nicht, wie gut die wirklich, dann auf einem Turnier, jetzt auf so einem großen Turnier wie hier jetzt dann performen werden, aber ich will halt schon auch davon ausgehen, dass die weiterkommen. Jo, als letztes Team gibt es für mich dann eigentlich, wäre da entweder, dass ich jetzt sagen, Renegades, Space Soldiers oder Team Liquid. Team Liquid hat mich aber auch schon einige Mal enttäuscht und habe schon viele Wetten damals noch auf CSGO Launch wegen denen verloren. Wobei das zähle ich jetzt sowieso nicht mit, weil das ist ja schon Jahre her. Von dem her würde ich eher sagen, dass da Space Soldiers oder Renegades. Ja, wobei Renegades ist eigentlich auch eher so ein Team,
Ja, Space Soldiers würde ich da schon tippen. So, Update Picks bestätigen. Ich hoffe, der speichert sich das jetzt und merkt sich das, weil wenn das dann, weil das ist jetzt nur noch ein Tag und 4 Stunden, wenn ich dann in übermorgen oder wann weiß ich wieder zum PC gehe und sehe, Digga, das hat wieder nichts gespeichert, dann habe ich mir die Stick alle unnötig gekauft und, ne, ihr wisst schon, dann kriege ich die Krise, dann wird mein Inventar gleich verkauft und ich deinstalliere das Spiel. So, das hat es anscheinend auch nicht gecheckt, dass ich das halt nicht gekauft habe, weil ich habe mir das, also das große Bundle gekauft. Was er aber anscheinend verstanden hat, war, dass ich die Stickerkapsel geöffnet habe, weil ich wollte eigentlich wieder so ein paar Stickerkapseln öffnen, habe mir halt von jeder Kapsel halt eine gekauft und für die Autogrammkapseln halt 3 Stück jeweils. Habt ihr dann auch alle aufgehebelt, habe im Prinzip eh noch Bullshit gezogen, wobei das Faceit Low in Hulu finde ich nice, dann kann man vielleicht der einen oder andere Waffe mal gebrauchen. Und ein Winterstrike Team in Hulu, das ist halt auch ein Sticker, finde ich, was halt optisch jetzt gut rüberkommt, und den kann man vielleicht auch auf der eine oder andere Waffe aufkleben. So, und sonst von den Autogrammkapseln habe ich, beziehungsweise Get Right war mit Abstand, sage ich mal, das Beste, was ich da gezogen habe, sonst eigentlich jeder Bullshit. So, das war jetzt mal das, was ich eigentlich vorhin auch schon aufgenommen habe. Und was mir, also was ich bei der vorigen Aufnahme dann sowieso auch vergessen habe, dass ja noch ein Giveaway offen ist. Das ist ja noch das von August, weil das konnte ich ja nicht auflosen bis jetzt, weil ich halt ja den Wasserschaden habe, wer es noch nicht weiß, ne? Bei mir im Büro und seit 3-4 Wochen jetzt halt, oder seit 4 Wochen jetzt nicht mehr am PC war. Ja. Dann lasse ich einfach mal den Gewinner ziehen. Es ist kalt gedostet. Bin ich zu spät. Da für die Keys warst du zu spät, aber jetzt für die HBP Hyperbeast, genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist eine HBP Hyperbeast, was herausgeht vom letzten Monat. Oh mein Gott, ich bin einfach so durcheinander. Das Ding ist halt bei mir im Keller, das gerade 30 Grad, während es draußen einfach 12 Grad hat oder so, und ich würde jetzt gerade am liebsten draußen im Regen stehen. Aber nee, ich schwitze ja lieber. Also ich schwitze nee. Jungs, ich bin durch. Liebe Grüße. Kalt gedostet, Glückwunsch an dich. So, ich werde dir den Skin einfach mal offern, weil die Trade Duel habe ich ja gleich hier. Also das mache ich dann, nachdem das Video halt online ist. Dann brauchst du das nur noch annehmen. Du hast halt dann 2 Wochen Zeit, dass du den Trade annimmst. Wenn nicht, wird die AWP einfach nochmal in einen anderen Giveaway wieder rausgehauen. Falls du nicht annehmen solltest. So, das war jetzt mal dazu. Dann war es sonst noch irgendwas zu erwähnen. Genau, am Sonntag hätte ich vorgehabt, dass da dann noch eine Folge Road to Knife Unboxing kommt. Beziehungsweise, ja, eine Folge Road to Knife Unboxing. Da gehe ich dann über das ganze Thema dann nochmal Wasserschaden genauer ein. Also das werde ich dann noch genauer besprechen. Und wann halt wieder dann regelmäßig Videos kommen werden und so weiter und so fort. Und sonst wäre eigentlich, ich glaube, ich alles gesagt, ne? Dann würde es mich eigentlich nur noch interessieren, macht ihr mit, tippt ihr auch? Und wenn ja, welche Teams glaubt ihr, dass weiterkommen und welche Teams werden ausscheiden, eurer Meinung nach? Würde mich interessieren, wie weit unsere Meinungen da so auseinander liegen, oder vielleicht hatte doch der ein oder andere, sage ich mal, dieselben Ansätze oder dieselben Tipps wie ich. Und ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, hilft mir momentan auch sehr viel weiter, nachdem ich jetzt 4 Wochen lang kein Video mehr hochgeladen habe. Ist das halt jetzt gerade ziemlich wenig los hier auf meinem Kanal. Also ein paar Likes nach oben würde mich halt sehr darüber freuen und würde mir auch den einen oder anderen Motivationspush geben, dass ich, sage ich mal, hier dann noch öfters Videos jetzt bringe, obwohl ich eigentlich nicht darf und nicht kann, weil ich die ganzen Docklingsgeräte nicht abschalten darf eigentlich, oder eigentlich schon, aber ist halt, ja, wie gesagt, also gehe ich am Sonntag noch mal genauer drauf ein. Und ja, dann sage ich euch mal ciao, bis zum nächsten Mal, euer Alex.